Der kroatische Präsident hat sich bei einem Ungarn-Besuch kritisch über das Vorgehen der EU geäußert, Ungarn für seine angeblichen Verstöße gegen rechtsstaatliche Standards finanziell zu bestrafen. Milanovic wiederholt damit häufig geäußerte ungarische Kritik, die EU überschreite ihre Befugnisse. Diese Art von Beziehung zwischen der EU und Ungarn ist äußerst ärgerlich. Heute ist es Ungarn, morgen wird es ein größeres Land sein, dem eine Lektion erteilt werden muss. Gestern war es Polen, heute ist Polen wegen seiner Beziehung zur Ukraine ganz toll. Und morgen steht es wieder auf der Tagesordnung. Der mit einem linksliberalen Programm ins Amt gekommene Milanovic hat sich zuletzt einem populistischen Nationalismus zugewandt, kritisiert die westliche Politik gegenüber Russland, unterstützt die Sanktionspolitik nicht und hat sich offen gegen die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO ausgesprochen.